Doch gleich Zeit und schwindende Reserven, um einer Legende hinterherzujagen. Wir wissen ja nicht einmal, ob sie überhaupt existiert. Ihr lebt. Dann schulde ich Ulfric einen Met. Ich muss gestehen, ich hatte nicht erwartet, euch noch einmal zu sehen. Hey, Ulfric. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Ihr habt eindeutig das Zeug zum Sturmmantel. Wir sollten die Sache jetzt amtlich machen. Seid ihr bereit, euren Eid abzulegen? Tja, sind wir das denn? Wollt ihr damit sagen, ihr habt mich dort herausgeschickt, damit ich sterbe? Mein Eid reicht's nicht, dass ich die Kaiserlichen bekämpfen möchte? Ganz ehrlich, damit ich sterbe, ich glaube, er wollte, wenn überhaupt, wollte er erreichen, dass wir abhauen und wie ein Feigling. Das hat er wahrscheinlich eher erwartet. Aber ich frage ihn trotzdem mal. Ganz und gar nicht. Dies war eine Prüfung eurer Fähigkeiten und eurer Entschlossenheit. Ich zweifelte daran, dass ihr auch mit dem Herzen bei der Sache seid. Ihr habt mir das Gegenteil bewiesen. Das respektiere ich. Doch genug der Sentimentalitäten. Es wird Zeit für euch, euren Eid abzulegen. Was für ein Eid? Bevor ihr wirklich zu uns gehört, müsst ihr Jarl Ulfric Sturmmantel, dem zukünftigen Großkönig von Himmelsrand, einen Treueeid schwören. Außerdem müsst ihr auch euren Gefährten bei den Sturmmänteln, dem Land und dem Volk von Himmelsrand, eure unerschütterliche Treue schwören. Reichen Sie sich ein, hm? Ich bin bereit, den Schwur zu leisten. Bin ich das denn? Ich muss mal eben nochmal hier die Tür zumachen. Kleinen Moment. Immer etwas ärgerlich, aber zum Glück reicht das Kabel der Webcam. Ich nehme nur nicht mit der Webcam auf. Vom Headset. Meine Güte, ich kann nicht mehr reden. Die Aufnahme geht schon zu lang, dass ich auch weiterreden kann, während ich durchs Zimmer laufe. Okay, ich denke mal, ich habe mich jetzt entschieden, ich trete einfach denen mal bei, einfach aus Neugier, was dann passiert. Ich bin bereit, den Schwur zu leisten. Das ist die richtige Einstellung. Wenn ihr diesen Eid ablegt, werdet ihr eine von uns, eine Heldin des Volkes, eine wahre Tochter Himmelsrands, ein Sturmmantel, sprecht mir nach. Ich schwöre, bei meinem Blut und meiner Ehre, Ulfric Sturmmantel zu dienen. Ich schwöre, bei meinem Blut und meiner Ehre, was? Ich schwöre, mein Blut und meine Ehre in den Dienst von Ulfric Sturmmantel zu stellen. Das ist ein bisschen frei interpretiert, okay. Jarl von Windhelm und wahrer Großkönig von Himmelsrand. Jarl von Windhelm und wahrer Großkönig von Himmelsrand. Talos sei mein Zeuge. Möge mich dieser Eid binden, bis in den Tod und darüber hinaus. Immerhin, jetzt steht's hier richtig und eben falsch. Naja. Talos sei mein Zeuge. Möge mich dieser Eid binden, bis der Tod und den darüber hinaus und so weiter und so fort. Wie schon gesagt, an Talos muss man nun wirklich nicht glauben, denke ich mal. Das tut auch unser Spielcharakter nicht, aber er akzeptiert den Glauben anderer Leute. Aber an diesen Schwur sind wir folglich nicht gebunden. An meinen Herrn, wie an meine Waffenbrüder und Schwestern. Rhabarber, Rhabarber. Ruhm und Ehre den Sturmmänteln, den wahren Söhnen und Töchtern von Himmelsrand. Ja, Ruhm und Ehre, uns. Ihr seid jetzt einer von uns. Also dürft ihr mit mir auf eine kleine Reise gehen. Was? Ach ja, hier. Da ihr nun zu den Sturmmänteln gehört, solltet ihr euch auch dementsprechend kleiden. Oh, parteiisch. Ja, wir werden parteiisch. Aber ich will mich nicht so kleiden. Wie lautet die Mission? Ich habe die letzte Ruhestätte der Zackenkrone gefunden. Mit großer Wahrscheinlichkeit jedenfalls. Ist das nicht unglaublich? Unser Ziel ist Korvandjund. Sollte der alte König Borgas tatsächlich dort begraben sein, müssen wir mit Problemen rechnen. Eure Sturmmantelbrüder sammeln sich bereits vor dem Grab. Wir treffen uns dort, sobald ich hier alles erledigt habe. Dazu muss ich sagen, die Zackenkrone muss man auch beim Kaiserreich holen. Deswegen frage ich mich gerade, ob es überhaupt einen Unterschied gemacht hat. Was ist die Zackenkrone? Kennt ihr nicht den alten Vers? Doch. Der Schlund speit eiseskalte Schneiden. Hinab vom blauen Drachenthron, gebärt des stolzen Winters Leiden, den Großkönig samt Zackenkron.
Ihre Geschichte reicht mindestens bis in die Zeit König Harald zurück. Der Großkönig hat eh und je die Zackenkrone getragen, als Symbol seiner Stärke und Macht. Die Krone wurde aus den Knochen und Zähnen uralter Drachen gefertigt. Sie soll einen Teil der Macht jedes Königs enthalten, der sie getragen hat. Das mag stimmen oder nicht. Doch wer würde schon Ulfrichs Anspruch anfechten, wenn erst die legendäre Zackenkrone sein Haupt ziert? Und woher weißt du, dass sie da ist? Nun, ihr Standort ging mit König Borgas verloren, nachdem er auf seinem verfluchten alessianischen Kampagnen während der großen Jagd getötet wurde. Der Legende nach wurde sein Leichnam aber heimlich nach Himmelsrand zurückgebracht und mit der Krone begraben. Das Wissen über den genauen Ort ging in den nachfolgenden Erbfolgekriegen verloren. Mit Hilfe von Quellen, die nicht genannt werden sollen, habe ich die vermeintlich letzte Ruhestätte von König Borgas ausgemacht. Cor Van Jund. Wenn es die Krone wirklich gibt, ist sie dort. Und wie sieht's aus? Denkt ihr, da wird's gefährlich? Oh ja. Der alte König Borgas wurde auf der großen Jagd getötet. Nur die Götter wissen, mit welch frevlerischen Künsten diese Elfen seine Überreste verflucht haben. Von Flüchen einmal abgesehen. Sind die Gräber von Königen denn nicht immer voller Fallen, um Grabräuber abzuwehren? Ja, alter Hut aber für mich. Aber keine Sorge. Nichts, womit ein Haufen Sturmmäntel nicht fertig werden könnte. Tja, ja. Aber ich muss ja sagen, ich hab's vergessen. Die große Jagd, das kommt mir von irgendwoher bekannt vor. Die große Jagd. War das vielleicht bei Darksiders? Ich glaube schon. Oder? Ich kann mich auch irren. Warum seid ihr in den Krieg eingetreten? Gründe? Seit wann braucht ein Mann einen Grund dafür, seine Familie zu beschützen oder sein Heimatland zu verteidigen? Das sind die Gründe. Es sind die verfluchten Fremden und das Kaiserreich, die Gründe brauchen. Hat Himmelsrand nicht immer schon zu meiner Seite? Nein, das wissen wir aber schon. Stellt ihr euch gegen jeden, der kein Nord ist? Ich verachte die Tyrannei. Und ich verachte jeden, der mir vorschreibt, wie ich lebe, was ich denke und woran ich glauben soll. Ich bin ein Mann. Himmelsrand ist meine Heimat. Und darauf bin ich stolz. Es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen. Lest eure Geschichtsbücher. Schnarrig. Die Jarl sind verärgert. Sie unterstützen euch nicht alle. Hey, Ulfric. Die Jarl sollen verdammt sein. Sie verlangen wieso die seid ihr immer noch hier? Ihr naja. Und die Volksversammlung soll auch verdammt sein. Wir die Volksversammlung und dann gegen Sturmmente sind im ganzen Land siegreich. Noch ein Grund mehr. Die Krone würde euren Anspruch legitimieren. Ich speichere mal eben und Fenner geht hinter mich. Boost, Bruder! Nein, aber diese. Ups. Wenn sie überhaupt existiert. Es gibt sie wirklich. Sie wird das Symbol für die Rechtschaffenheit unserer Sache sein. Das solltet ihr einmal bedenken. Schauen wir doch mal hier rein. Ich hoffe, ich werde jetzt gerade nicht zu Wort karg. Ich bin im Palast für das Kochen und Putzen zuständig. Ja. Damit hat sich schon erübrigt, ob ich mit dir reden muss. Ich meine, das kann natürlich auch interessant sein und so weiter, aber... Ich denke nicht unbedingt jetzt. Ich schaue mich hier nur ein bisschen um. Klaue vielleicht ein paar Sachen. Irgendwas stimmt doch mit den Schatten in letzter Zeit nicht. Sieht noch seltsamer aus als normal. Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen und ich? Ich muss hier Wache schieben. Die Schatten sehen wirklich seltsam aus. Der beste Angriff ist eine gute Verteidigung, stimmt's? Ich glaube, die denken alle, wir sind so gut in schwere Rüstung. Sind wir so gut in schwere Rüstung? Einhändig 50 ist momentan das höchste. Schießkunst 58. Das ist also jetzt das höchste. Wird einem ja schlecht bei. Schwere Rüstung ist sogar mal 44. Können wir aber auch mal ein bisschen verbessern. Gut ausgestattet sind. Wie viel Rüstung trägst. Das ist der Skill, den ich meinte, nebenbei bemerkt. Hier. 25 Rüstungsbonus, wenn du ausschließlich schwere Rüstung trägst. Also Kopf, Brust, Hände, Füße. Ich will eigentlich nicht ganz ruhig, ich will nur das mal gucken.
Yay, unbewaffneter Angriff, er braucht das schon. Hi. Mhm. Mehr Magika zum Aufladen bei Seelenstein, was ist das? Mhm. Verbesserte Feuerverzauberung. Schon recht interessant. Naja. Huch. Naja. Oh, sieht aber schön eingerichtet aus hier. Was auch immer man euch über meine Fähigkeiten erzählt hat, ist vermutlich wahr. Und so bescheiden. Wieso ist das nicht rot angemarkert? Ich speichere mal. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand. Okay, ich wollte es ja nur mal probieren. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Okay, müssen wir wohl ein bisschen geschickter angehen. Wenn ich ihn nur hochhebe, was dann? Okay, das geht hier nicht. Schade. Das wäre auch ein bisschen so einfach geworden. Glühstaub. Wie kann man Staub denn, der so aussieht, in einem Behälter? Ach, egal. Wenn Ulfric, ich würde euch meine Forschungsarbeit ja... Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Bücher, schauen wir doch mal. Sänftigen Blitzrune. So ziemlich wieder den gleichen Kram. Nö. Stärke und Stahl sind. Dankeschön. Halskette des leichten Schleichens sollten wir vielleicht wirklich mal entzaubern, dann können wir es auf eine komplette Rüstung legen. Dann haben wir sozusagen eine Schleichrüstung. Ne, wir entzaubern den. Tut mir leid um den Helm, aber... Und den entzaubern wir auch. Haben wir einen guten Seelenstein? Nicht wirklich, ne. Wir können es aber trotzdem mal probieren. Gegenstand... Können wir den verzaubern, tatsächlich? Den verzaubern wir jetzt einfach mal mit... Sagen wir mal, Schießkunst verstärken. 5%, wow. Tragfähigkeit um 6 Punkte. Also ganz ehrlich, das lohnt sich ja sowas von gar nicht. Jetzt haben wir aber gerade keinen Helm auf. Dann setzen wir mal wieder unseren alten auf. Stahlplattenhelm plus 28. Stahlplattenpanzerhandschuhe, wie sollen wir die eigentlich noch nicht an? Zwergenpanzerhandschuhe. Pelzhelm, warum haben wir denn so einen Scheiß dabei? Der kaiserliche Helm ist momentan aber noch besser. So. Ich denke, es ist genug erkundet erstmal. Auf dieser Seite. Nix, kein Problem. Brauchst du doch nicht, ich bin gegen dich gegengelaufen außerdem, aber... Naja. Unterwürfigkeit wird dir wohl eingetrichtert worden sein. Kaserne. Dass hier auch alles mit, hier drin ist, das ist erstaunlich. Geht Alter. Rüber zu Sadris Gebrauchtwaren und sprecht mit dem Elf. Warum ist hier alles so dunkel? Ach, darum hatten wir den Pelzhelm, weil er uns die Rüstung gegeben hat. Immer dabei, schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Macht keinen Ärger, Rotwardone. Truhe mit Beweisen. Ach, gibt's hier auch einen Knast wieder? Ich frage mich, was ein Drachenblut anfängt, wenn die Graubärte es erst einmal zu sich gerufen haben. Wieso, bitte? Ist Truhe eine Fertigkeit wie jede andere? Ist das hier so verkackt dunkel? Hatten wir nicht auch Magierlicht? So. Das nervt mich nämlich langsam. Alter. Ist das eklig hier. Kaiserlichen glauben, dass wir gesetzlose Bestien sind. Dabei bin ich das personifizierte Gegenbeispiel. Gefangen haben die ja auch nicht. Zum Glück. Sonst müssten die dauerhaften Wärter haben, der arme Wärter, der da unten rumhängen muss. Man merkt, dass es ein bisschen lahmarschig lädt. Weg von der Aretino-Residenz.
Dieser Ort ist verflucht. Zu spät. Oh, was für eine prächtige Rüstung aus traditionell geschmiedetem Stahl. Danke. Gut, dann gehen wir eben wieder. Tut. So. 2,5 Minuten. Dann habe ich circa 2 Stunden. Das müsste ich dann einigermaßen gut cutten können. Hoffe ich. Wahrscheinlich bräuchte ich eigentlich noch viel mehr. Und wahrscheinlich werden es auch keine 8 Parts, sondern wahrscheinlich nur 6 oder so. Naja. Was soll's? Das sind sowieso schon viel mehr, als ich jemals machen würde sonst. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern. Aber nur euch persönlich. Du weißt schon, dass ich... Lass mal sehen. In Dämmerstern macht ein neues Museum auf. Der Besitzer bittet mich, Einladungen an Reisende zu verteilen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Das ist total behindert, aber nur euch. Und das sagt ihr uns, während wir auf dem Feuer stehen. Ich bitte euch nur um ein paar Septime, damit ich etwas essbar... Könnt ihr eine Münze für eine arme alte Frau entbehren, meine Dame? Klar. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Ganz ehrlich, wer fragt denn einfach mal eben, könnt ihr mir beibringen? Da fühlen wir wohl nichts Gutes im Schilde, nicht wahr? Ich werde es euch beibringen. Aber es wird euch etwas kosten. Ich glaube, niemand hat jemals Taschendieb auf 100% gebracht, weil es einfach so ein schwachsinniger Skill ist. Ach, gib einfach mal her. Ein bisschen wär's schon nicht schaden. Einer barmherzigen Seele. Ein bisschen wird es wohl schon nicht schaden. Und wir haben eh bisher schon sehr wenig gekauft. Also eigentlich findet man auch alles, was man braucht, fast. Was machen wir jetzt noch? Ich glaube, ich mache jetzt gar nichts mehr einfach und ich cutte das dann einfach, wie ich will. Das wird schon irgendwie gehen. Und wenn nicht, dann habe ich halt eine angefangene Folge und muss dann noch einen Teil zu aufnehmen. Dann sehen wir uns direkt gleich wieder. Dann ist für euch überhaupt keine Sekunde vergangen. Oder wir sehen uns eben morgen bei der nächsten Folge wieder. Das seht ihr dann ja erst. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Ich hoffe euch, ihr verfolgt das hier noch schön weiter. Scheint ja relativ... Ach, ich halte einfach den Klappen. Das passt schon. Ich freue mich auf jeden Fall jedes Mal über Kommentare, also... Kamen auch sehr viele in letzter Zeit. Das ist jetzt natürlich eine Woche her, mindestens. Aber trotzdem vielen Dank an alle Kommentare-Schreiber. Sage ich auch so selten. Meistens nur am Ende von einem Let's Play. Da das hier aber ein etwas längeres Let's Play werden könnte, oder es bereits schon ist. Ich denke, es hat schon das längste Let's Play überholt, also ist momentan wirklich schon das längste Let's Play. So wie bei Gronkh Minecraft ist das eben bei mir Skyrim. Mal schauen, wegen The Elder Scrolls Online, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall erst, wenn wir Skyrim zu Ende haben. Und das kann eine Weile dauern, behaupte ich jetzt mal. Außerdem muss ich da erstmal schauen, wenn das nämlich kostenpflichtig monatlich wird, also damit kann ich mich nicht anfreunden. Also wenn man es sich einmal kaufen müsste, wäre ich zufrieden. Wenn man es direkt kostenlos bekommt, wäre ich ein bisschen skeptisch. Aus dem einfachen Grund, ich mag das überhaupt nicht, wenn es irgendwie dann diese Premium-Items zum Kaufen gibt, die das Spiel dann für einige... Spieler leichter machen, das mag ich überhaupt nicht. Ich hab's lieber, wenn dann wirklich alle gleich sind. Aber ich glaube, das gibt's in keinem einzigen MMO, oder? Naja. Ich meine, den kostenpflichtigen, das ist die einzige Finanzierung, dann ist es okay, aber ärgerlich, sagen wir es so. Dann bezahle ich lieber sozusagen einmal für das Spiel und dann gut ist. Aber zum Beispiel sowas wie bei World of Warcraft, das habe ich persönlich aus eben diesem Grund zum Beispiel nie gespielt, weil es mir zu doof war, dafür was zu bezahlen. Also nicht überhaupt was zu bezahlen, dagegen hätte ich ja nichts. Aber dafür was zu bezahlen und dann nochmal monatlich was zu bezahlen, das fand ich dann ein bisschen dreist. Tja, das ist eben kurz zu einer kleinen Ansprache, was MMOs angeht. MMOs habe ich sowieso nicht so die Riesenerfahrung. Ich habe ein paar MMOs angefangen. Das Einzige, was ich länger mal gespielt habe, war Fiesta Online. Ja. Auf jeden Fall, bevor ich mich jetzt hier noch mehr in Sakrilege verstricke und irgendwelche eingefleischten MMO-Spieler zum Ausrasten bringe, die mir dann sagen wollen, ey, spiel mal dies und jenes, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim. Bis dahin, tschüss, Freunde!